Und weiter geht's mit einer weiteren Folge Stalker. Jetzt machen wir direkt hier weiter. Na komm schon. Okay. Jetzt sind wir hier drin. Mal schauen, was uns hier alles erwartet. Das einzig Gute, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass hier keine Monster sind und somit alle Gegner am Radar angezeigt werden. Ja, wie sollten die Monster hier drin sein, wenn da die Monolithen die ganze Zeit rumrennen? Hört sich super an. Da freut man sich doch. Ich kann die Tür hinter mir zumachen. Werde ich vermutlich beim Rausgehen machen. Ja. Da werde ich irgendwie runter müssen. Irgendwie habe ich das Gefühl, das wird jetzt halt rein sehr einfach, weil keiner da ist und wenn ich dann rausbekommen solle. Da brauche ich erst einen Code, den ich nicht habe momentan. Den werde ich bestimmt irgendwo finden. Das brauchen wir. Das 939. Wen brauchen wir die? Nein. So viel zu, hier werden keine Monster sein. Bin doch mal froh, dass ich hier hinten in der Ecke hocke. Wo ist er denn? Gott, habe ich ihn doch noch gesehen, da hinten. Da. Boah. Kugelsicherer Stach, Maschendrahtzaun. Ist wieder da wieder ankommen, oder? Nein. Das ist leicht nervig. Jetzt halt. Aber dabei hat er natürlich nichts. Boah. Riesenräume. Da war, glaube ich, draußen noch irgendwo ein zweiter Durchgang, oder? Oder bin ich durch den jetzt gerade gegangen? Muss ich nochmal ganz kurz schauen, nicht, dass ich da irgendwie was übersehe. Aber ich glaube, ja, das war das. Wir sind da reingekommen, dann war links das und rechts das. Also passt das schon. Ja, ich möchte jetzt bloß nichts übersehen. Deshalb schaue ich da lieber noch einmal. Das zeigt irgendwie hierher. Aber ich glaube unterhalb. Also muss ich hier rechts weiter. Nachdem ich gespeichert habe. Das habe ich noch gar nicht gemacht, seitdem ich hier drin bin. Wieder ein großer Raum. Mit mehreren Ausgängen, was ich jetzt gesehen habe. Okay, der ist schon mal nichts.
Der ist verschüttet, passt. Da hinten werde ich lang müssen und hier ist noch etwas. Hier ist eine Treppe nach unten. Ja, natürlich keine Indoor-Karte. Wäre ja auch zu schön. Ich glaube, bleiben wir erst einmal hier in dieser Ebene und schauen uns um. Nicht, dass uns hier dann noch irgendwelche Überraschungen erwarten, wenn wir wieder hochgehen. Die wir jetzt gleich schon ausschalten könnten. Weil ich befürchte mal, wir müssen da hinten dann raus. Oder ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir dann hier raus müssen, weil das immer so war bis jetzt. Das irgendwie drehen? Nein. Okay, dann die Treppe nach unten. Einfach mal irgendwelche Zahlen gedrückt. Hätte ja funktionieren können. Ah, schade. Komm schon. Wow, das sind zwei. Oh, Scheiße. Waren doch jetzt hoffentlich bloß zwei und nicht sogar drei. Na, sieht nicht so aus. Hier ist nichts. Langsam wird es vom Gewicht wieder besser, weil ich so viel Munition verschieße und nichts finde. Hier unten. Einerseits nicht schlecht, weil ich wieder Platz habe. Andererseits, ich habe keine Munition. Oder es wird weniger von Munition hier. Aber schon komisch, die bewachen diesen Ort hier, aber räumen hier unten nicht auf. Also im Sinne von, dass die Monster wegkommen. Und gerade beschwere ich mich noch, dass ich weniger Munition habe und schieße trotzdem das Teil auf, anstatt dass ich das Messer benutze. Glaube ich mal wieder ein guter Zeitpunkt zum Speichern. Okay, das hat sich jetzt nicht rentiert, dass ich hier hoch bin. Muss ich wieder runter. Hätte ja sein können, dass da irgendwo was ist. Eine Leiche oder sonst was, die einen Code für eine der Zugangstüren hätte. Das ist ein Riesengebäude. Okay, und da muss ich hin.
Dann speichern wir nochmal. Dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.